Anlässlich der Kreativwoche kommen jedes Jahr junge MusikerInnen aus ganz Baden-Württemberg in die idyllische Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen. Ihren Weg in die Musik haben sie auf ganz individuelle Weise eingeschlagen, um nun gemeinsam den nächsten Schritt zu wagen. Beim Improvisieren wird aus Reproduktion Eigenproduktion. Diese Freiheit, mit Musik umzugehen, darum geht es ja eigentlich. Also die können ihre Noten, wenn die von Noten spielen, da haben sie Erfahrung und das können sie gut. Was den meisten noch fehlt oder beziehungsweise was sie noch nicht gemacht haben, ist Notenblatt weg, Ohren auf und reagieren auf das, was man hört, Musik frei zu spielen. Also ich finde es mega schön, dass man einfach mit Leuten zusammen ist, die das auch wollen, also die richtig Lust haben, Musik zu machen. Und wir kannten uns ja alle vorher noch nicht, aber ich verstehe mich mega gut mit allen. Man lernt sich voll schnell kennen und das ist gar nicht so, als kennt man sich erst eine halbe Woche, sondern es ist eine mega coole Gemeinschaft. Aus vielen Individuen wird plötzlich ein Ensemble. Gemeinsam Rhythmen spüren und einzeln solieren, sei es mit dem Saxophon, mit der Geige oder mit der Stimme. Im Vordergrund steht die Gruppendynamik der musikalischen Gemeinschaft. Spiele ich mit und nicht gegen die anderen? Und wie vermittle ich ihnen eigentlich, was ich mit meiner Musik ausdrücken will? Das Credo: Teamarbeit. Wir proben auch manchmal dann so unter uns. Und insgesamt, die Kids sind ja auch total musikbegeistert und hab ich davor auch noch nicht so richtig mitgekriegt. Also ist jetzt auch eine neue Erfahrung. Das ist ein Phänomen, das wir sehr gern beobachten, klar. Dass sich über unsere Ensemblezeiten hinaus sich Formationen bilden und in ihrer Freizeit noch irgendwas versuchen umzusetzen. Das ist toll. Junge Talente, die hier in Ochsenhausen gemeinsam ihren eigenen musikalischen Weg finden.